Ja, moin zusammen. So, wenn wir uns mal den Golf angucken. Ja, ich kann Golf nicht mehr sehen. So, ich habe extra gestern noch eine neue Wanne gekauft. Ja, für das Kühlmittel. Erster Schmutz rein. Das bedeutet, den Blödsinn kann ich nicht mehr ausziehen. Okay, von hier oben ist kein Drang kommen. Also machen wir das von hier. Aufmachen, damit es vernünftig rausfließt. Jetzt sieht man es da unten, geht nichts daneben. Das wollen wir wieder verwenden. Ne? Das ist nämlich gar nicht mal so alt. Wasser wollen wir da drin nicht haben, weil sonst nimmt man den Zylinderkopf ab und das ganze Kühlwasser ist im Öl. Wäre dann blöd. Das Öl liegt ja eh unten in der Ölwanne. Das wird uns nicht in die Quere kommen. Aber das Kühlwasser steht halt überall in den Kanälen. Ne? So, Kühlwasser. Imbus ist auch so ein Mysterium wie der 13er und 10er Schlüssel. Immer weg. An dieser Stelle wird es wahrscheinlich so interessanter mit der Perspektive. Oh je. Oh je. Die Kerze mit dem Schlagschrauber angesetzt.
Ja, so ein Gewinde in Aluminium ist nicht unbedingt ewig haltbar. Und mit der Methode hier gar nicht. Das hier ist ein richtig gutes Zeichen. Ihr habt ja unten auf der Zündkerze diesen Kompressionsring. Der heißt übrigens nicht so, weil er Kompression hält, sondern weil er komprimiert wird. Moment, dieser Dichtring, ne? Dieser Ring hier unten wird beim Festziehen komprimiert, ne? Und dass die Zündkerze fertig ist, muss man sich drum unterhalten, ne? Richtig schön fertig. Die Gewinde. Auch verschlissen. Sag mal. Hier sehen wir das noch mal. Fertig. Verguckt, fertig. Ja, dann muss man den restlichen Blödsinn hier abbauen, bevor es da weitergeht.
So Sensor. Direkt mal abstecken. Die Motorlagen sind auch nicht mehr die besten. Aua. Okay, kann runtergefallen sein. Echt ohne Befund. 200.000.
Ich sage ja, der BCA-Motor ist wesentlich besser als die alten 1.4-16V. Keine Beanstandung, kein Pitting, kein nix. Laufen. Recht gut. Hier sind ein paar Kratzer drauf, aber die tun nichts. Auf jeden Fall sieht das so aus, als hätten die Nockenwellen nichts abgekriegt. Drehen einwandfrei. Also Nockenwellen sind in Ordnung. Jetzt gucken wir uns gleich die anderen Sachen an. So, der kleine Kratzer auf der einen Nockenwelle kommt von ihm hier. Hydrostößel, ne? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass einer gebrochen ist. Von den Rollenhebeln. Rollenschlepphebel. Auf jeden Fall rollen. Die sehen auch alle gut aus. Gut und ölversorgt. Keine Einlaufspuren. Aber wenn da wahrhaftig nur das Ventil krumm ist, ne, dann Jackpot. Dann brauche ich nur ein Ventil wechseln. Ja, der Kopf muss trotzdem runter, aber ne, ich spare mir die Demontage von einem anderen Motor. Das wäre dann relativ sinnlos. Wir sind hier beim Einlassventil, was offensichtlich aufgeschlagen ist. Ich meine, der hier hätte eine Spur hinterlassen oder der. Die nehmen wir mal beide raus. Gereinigt werden muss der Blödsinn eh. Ja, das sieht mir schon so aus, als ob der hier irgendein Blödsinn gemacht haben. Ölversorgung ist top. Wie gesagt, kaum Laufspuren. Das Ding hat 200.000 runter, ne? Als Benziner. Und okay, das Öl aktuell sieht schade aus. Schade, dass es nicht gewechselt wurde. Aber ne, man sieht es hier. Aber kein Benzin drin. Schon mal eine gute Voraussetzung. Und ja. Offensichtlich noch nicht so wahnsinnig lange drüber bezüglich Wechselintervall. Aber muss jetzt raus, definitiv. Da kommt jetzt auch, ne? Da kommen jetzt Stoffe mit rein, die im Motor nichts zu suchen haben. Ich den Kopf runternehme, ein bisschen Kühlwasser landet sowieso im Öl. Ne? Ja. Kopf mal von innen angucken. Die Kolben irgendwas abgekriegt haben. Das ist der große Knackpunkt. Wenn es irgendwo auf den Kolben aufgeschlagen ist und der ist kaputt, dann haben wir ein Problem. Dann brauchen wir einen neuen Kopf. Aber wenn der Kolben auch noch in Ordnung ist, nee, dann brauchen wir einen neuen Motor, Entschuldigung. Aber wenn der Kolben noch einigermaßen in Ordnung ist, nur zum Verständnis, ich gucke da rein. Sonst brauche ich hier nicht weiter aufmachen. Ne? Dann nehme ich den Motor raus und stecke einen anderen da rein. Dann brauche ich da nicht den Kopf noch abbauen und sowas in der Richtung. Dann können wir den gleich so beerdigen. Deshalb gucke ich da rein. Also das Ding lädt erstmal auf. Also von daher, bis später. Thank you.
Das hier ist das Gerät, mit dem ich endoskopiert habe. Ist nichts Teures. Ne? Funktioniert ganz gut. Für den Hausgebrauch reicht das vollkommen. Ja, wo liegen jetzt die Probleme mit dem Kolben? Die Seiten vom Kolben sind natürlich empfindlich, weil da drunter sind die Kolbenringe. Wenn da komprimiert wurde, auch wenn es noch nicht unbedingt gebrochen ist, die Kolbenringe haben kein Spiel mehr. So, und wenn die kein Spiel mehr haben, säuft mir die Karre hier in Öl. Er säuft die Karre in Öl. Und ja, das bedeutet am Ende, der Motor ist platt. Ja. Ja. Also ist der Zylinderkopf wahrscheinlich noch das Beste an dem Motor. Die Ventile kann man austauschen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, vier Kolben hier einbauen, das ist Quatsch. Ne? Da besorgen wir dann lieber mal einen anderen Motor. Dann einmal Golf 1416V suchen. Am besten der, was weiß ich, irgendwo einen Klatsch hatte oder sowas in der Richtung. Weil das Ganze hier passt dann nicht an den APE. Ne? Ja, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. So wie immer. Ja, um die Frage jetzt endgültig zu beantworten. Ja. Mit den Schäden zusammen, die wir jetzt gerade in den Kolben gesehen haben. Tja, hier ist auch schon ein fetter Kratzer drauf. Ist wahrscheinlich ein Schlag von unten gekommen. Da auch, an der Seite. Ja. Der Motor ist fertig. Da machst du nichts mehr dran. Tja, mal gucken. Ja, Kolben fertig, Ventile fertig. Das Beste an dem Motor ist wahrscheinlich noch die Kipphebel. Ja, jetzt muss ich erstmal mit dem Menschen sprechen. Der Motor muss hier raus. Da, ne? Ja, wenn der Kolben so einen von oben gekriegt hat, ja, sind wahrscheinlich die Kolbenringe blockiert. Die oberen. Und oder es kann abbrechen. Ne? Das ist nun mal ein Explosionsmotor. Ne? Das explodiert. Nicht so viel Druck wie beim Diesel, aber ne? Kann durchaus, wenn irgendwelche scharfen Kanten da drin sind, kann das durchaus zu Glühzündungen führen. Deswegen hat man die nicht so gerne, die scharfen Kanten. Das bedeutet, der Motor hat keine Zukunft. Das wäre jetzt wirklich, das wären neue Kolben und so weiter und so weiter. Die Laufbahnen habe ich jetzt nicht gesehen. Nicht so richtig, so biegsam ist mein Endoskop jetzt nicht. Aber ja, das wäre Hohn, neue Kolben und so weiter und so weiter. Und das geht jetzt wirklich über den Wert vom Wagen. Ja, müssen wir gucken, dass wir einen Motor kriegen.
Und wie gesagt, APE, keine Ahnung, ich muss mich bei VW Montag erkundigen, ob der APE von den Grundzügen her gleich ist und ob ich die Peripherie, ne, den ganzen Krempel hier, einfach so auf den drauf bauen kann. Dann würde es gehen. Aber vor Montag werden wir die Frage nicht beantworten können. Ne? Ja, wäre schade ums Auto. Ne? Also Motor besorgen wir. Nur halt welchen? Den wir schon haben oder? Ne? Gut. Sonnenuntergang ist vorbei. Da komm, den Rest davon. Kriegt er. Da war mal der Sonnenuntergang. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.